So, ich habe gesagt, ich erspare euch den Augenkrebs so gut wie es geht, deswegen habe ich mich jetzt rausgesetzt. Und der Hintergrund ist einfach fett überbelichtet und nicht unterbelichtet. Aber meine Güte, wir müssen alle damit leben. Liebe Leute, die Ereignisse, die überschlagen sich wieder. Eigentlich schon vor 2 Tagen, aber ich habe doch mal abgewartet, ob was Neues kommt. Denn die Exposerin von Tanzverbot, Nano, die sich jetzt selbst exposert, hat sich auf Insta zu Wort gemeldet und da ist einiges Interessantes dabei. Also, let's go. Servus, ich bin der Philzeit und ja, ich habe eigentlich geglaubt, dass nach dem Tanzverbot-Statement der ganze Spaß ein Ende finden wird. Aber falsch gedacht, denn es geht tatsächlich noch weiter. Leider. Aber fassen wir das Ganze mal zusammen. Wer sich dafür nicht interessiert, kann das gerne anhand der Timestamps skippen. Also, vor ziemlich genau 2 Wochen, am 21.07. 2024 hat Luca aka Nano die Wahrheit über Tanzverbot hochgeladen, wo sie ihm eigentlich nichts Böses wollte, ihnen aber übertrieben gesagt, als oder aggressiven Menschen darzustellen oder was sie scheinbar wirklich damit erreichen wollte, ihn so darzustellen oder aufzuzeigen, keine Ahnung, dass er halt in den letzten 7 oder 8 Jahren sich privat nicht geändert hat und öffentlich eine Maske aufhat. Ja, hat nicht so funktioniert. Ach ja, und ganz nebenbei hat sie noch Lola mit reingezogen und die Story kennen wir ja nicht eher schon, ist halt nochmal nach hinten losgegangen. Lola und Tanzverbot haben sich dazu ja noch geäußert und spätestens nach dem einstündigen Rage-Klarstellungsstatement von Tanzverbot hat man eigentlich die klare Intention hinter Nanos Video gesehen. Es war halt obvious ein Versuch, Kilian zu canceln und desto länger das Video online war, desto schlechter ist es eigentlich nicht gealtert. Schlussendlich hat man eigentlich dann nur gesehen, dass er sich eigentlich mehr selbst exposed hat, als was die Kilian exposen wollte mit irgendwelchen Takes von vor 8 Jahren. Und ja, vor allem mit dem Kontext, den Kilian noch gegeben hat, hat man eigentlich wirklich gesehen, dass es ein klarer Cancel-Versuch war. Generell war ja das Statement von Kilian wesentlich glaubwürdiger als das Exposed-Video von Nano jetzt im Nachhinein gesehen. Ich möchte Nano auch eigentlich nicht irgendwie ihre Gefühle absprechen oder so irgendwas. Dazu kommen wir übrigens gleich noch. Aber in den letzten 2 Wochen wurde, glaube ich, sehr viel und auch genug darüber diskutiert. Kommen wir aber dazu, was sich in den letzten 2 Wochen eigentlich getan hat. Kilian hat ja eigentlich in seinem Statement gesagt, dass er das bereut, das Video überhaupt offline genommen zu haben, so kurz nach dem Upload, weil halt in diesen 8 bis 10 Stunden, wo das Video offline war, halt die ganzen Spekulationen im Raum standen, warum hat er es offline genommen und so weiter und so fort. Schlussendlich hat er es ja nur offline genommen, weil er nicht wollte, dass die Chatverläufe auf einmal öffentlich sind, was ja auch eigentlich verständlich ist. Ich muss dazu sagen, ich habe es halt auch relativ früh, habe ich es durch mein Netzwerk sperren lassen, weil sie einfach alles, sie hat einfach alles unzensiert einfach ins Video mit reingepackt, in die Öffentlichkeit, unsere Privatchats, alles. Ich könnte nicht mal irgendwie gegen argumentieren, weil ich habe nichts mehr davon. Ich habe dieses Handy nicht mehr, ich habe keine Chatverläufe mehr. Ich könnte nicht mal nachgucken, ob das echt so ist, wie alles dargestellt ist. Und dann habe ich es auch bereut, dass ich es offline genommen habe, weil das war dann irgendwie einen halben Tag, wo Leute irgendwie spekulieren konnten. Wieso hat er das runternehmen lassen? Was steckt dahinter? Was waren da für krasse Sachen? Mir ging es einfach nur um diese Screenshots. Ich fand das schrecklich. Was ich dann allerdings komisch an der ganzen Sache finde, ist, dass das Video vor einigen Tagen wieder gesperrt wurde und bis heute immer noch gesperrt ist. Zuerst dachte ich eigentlich, dass Lola das Video jetzt vielleicht sperren hat lassen, aber man sieht halt, wenn man den Videolink wieder aufruft, dass das Video durch die Content View GmbH gesperrt wurde und zumindest auf deren Website wird Lola nicht als Partner oder Trusted Buy gelistet. Dementsprechend ist die logische Schlussfolgerung eigentlich, dass Kilian das Video wieder sperren hat lassen, aus welchen Gründen auch immer. Machen wir mit den Äußerungen von Nano weiter. Insgesamt hatte sich über die letzten paar Tage 6 Mal in ihrer Instagram-Story zu dem Thema zu Wort gemeldet, wovon noch einige Takes ein bisschen bedenklich sind, muss ich sagen. Zuerst einmal hat sie mal klargestellt, dass nicht sie das Video runtergenommen hat, sondern das Video von Kilian wieder gesperrt wurde, was wir eigentlich jetzt eh schon wissen. Auf jeden Fall ging es dann aber los mit ganze Bibel halbe, nein umgekehrt, halbe Bibel ganze so. Ja, und um das Ganze ein bisschen authentischer zu machen, liest euch Nano das Ganze jetzt mehr oder weniger selbst vor. Ich werde mir weder von euch sagen lassen, dass ich Opfern von sexueller Gewalt ins Gesicht trete mit meinem Video, dass ich nur Fame, Beef will oder sonst was. Ich weiß genau, für welche Frauen ich das Ganze tue. Inzwischen bin es nicht nur ich, die geschädigt ist. Nach meinem Video weiß ich noch von anderen, also hört endlich auf zu sagen, ich würde Fame wollen oder Opfern von anderen Straftaten ihre Stimme nehmen. Das Gegenteil ist nämlich der Fall. Okay, scheinbar haben sich mehrere Frauen bei ihr gemeldet, die ähnliche Erfahrungen mit Tanzverbot hatten, wie sie es in ihrem Video geschildert hat. Das ist auf jeden Fall interessant und eigentlich bedenklich und noch ein heftiger Vorwurf, sollte das Ganze stimmen. Bezüglich des Fames sollte sie ihn wirklich gewollt haben, auch wenn sie es gerade dementiert hat, hat es nicht unbedingt mehr als Aufmerksamkeit gebracht, denn auf YouTube hat sie gerade mal 200 Abonnenten durch den ganzen Spaß gewonnen und auf Instagram nicht einmal 50 Follower. Also ja, hat nicht so funktioniert. Aber mal weiter im Text. Wie können so viele Leute nicht verstehen, dass Trauma einen ein Leben lang begleitet? Natürlich muss ich noch darüber nachdenken, vor allem wenn er sich bis heute immer noch so verhält. Man sieht an den Lola-Clips eindeutig, dass er mit ihr schlecht umgegangen ist. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Wie gesagt, ich möchte ihre Gefühle doch gar nicht absprechen oder widersprechen oder so irgendwas, aber dass sie Lola immer noch mit reinzieht, obwohl Lola sich schon öffentlich gegen das alles ausgesprochen hat und gesagt hat, dass sie nicht will oder es nicht gut findet, dass sie in dem Video vorkommt, ist halt wirklich krass. Vor allem, sie interpretiert ja eigentlich irgendwelche möglichen privaten Erfahrungen, die sie mit Kilian gehabt hat oder auch nicht, wir können es de facto nicht nachprüfen, in öffentliche Streamclips mit Lola und Tanzverbot hinein. Das sind halt einfach keine eindeutigen Beweise, sondern einfach nur Interpretationen von dem, was sie gesehen hat. Aber für sie blöderweise
Beweise gesagt und das nehmen den Chats die einzigen Beweise, die sie hat, die sie gegen Kilian verwenden kann. Aber es macht halt um nichts besser, dass sie Lola damit reinzieht, obwohl sie ja öffentlich gesagt hat, dass sie das nicht will und sie macht einfach weiter. Ich weiß, es werden nie alle verstehen, aber die Hater widersprechen sich selbst schon genug. Ich will Fame, obwohl ich vorher extra alle Videos runtergenommen habe oder wie peinlich, dass du dein Video gelöscht hast. Dabei hat Kilian es streiken lassen, weil er nicht damit klarkommt, wenn jemand ihm sagt, dass er sich gegenüber seinen Mitmenschen und vor allem Frauen einfach ekelig verhält. Also zunächst einmal sollen für sie jetzt alle Leute, die sich hinter Kilian gestellt haben, Hater sein, okay. Aber zum Thema Widersprechen ist eigentlich eh alles gesagt worden. Vor allem, sie widerspricht sich ja selbst in ihrem Statement und sogar teilweise jetzt in den Instagram-Stories. Und dann Kilian noch weiterhin unterstellen, dass er sich ekelhaft gegenüber vor allem Frauen verhalten hat, ist halt wirklich krass. Sicherlich, die Takes 2016, die gehen nicht und sind einfach drüber. Aber dafür hat er sich ja schon entschuldigt. Aber ich meine, was ist das eigentlich? Ist es die Verzweiflung, die in ihr hochkommt, weil das Exposen im ersten Mal nicht funktioniert hat? Oder weil wirklich was vorgefallen ist, sie es aber nicht beweisen kann oder ihr niemand mehr glaubt nach den ganzen Takes, die sie im ersten Expose gebracht hat oder auch nach den Statements von Lola und Kilian. Ich weiß es nicht. Und by the way, noch die Videos, die sie runtergenommen hat, da spricht sie von den Videos aus ihrer aktiven YouTube-Zeit. An alle anderen Mädels, die ähnliche Erfahrungen mit Kilian gemacht haben. Ich bin für euch da. Ihr könnt mir jederzeit eine DM schreiben. Das wird nicht das letzte Video dieser Sache gewesen sein. Ich werde mich nicht mundtot machen lassen. Dafür hat er zu viel Scheiße abgezogen. Natürlich will er dann auch das Video weghaben. Na, Alter, also es ist scheinbar nicht das Ende, denn es kommt jetzt scheinbar ein zweiter Teil. Sehr schön. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich dazu großartig sagen soll, aber es scheint halt einfach so, dass sie es wirklich bis zum bitteren Ende versucht, Kilian zu diskreditieren oder zu canceln. Es ist halt wirklich krass. Ich weiß auch nicht, ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Das Problem an der ganzen Sache ist halt einfach, dass heute wirklich etwas vorgefallen sein. Dann ist es ja scheinbar nicht nur einmal vorgefallen und auch nicht nur bei ihr, aber sie kann es dann halt auch einfach nicht beweisen. Und mit dem Reinziehen von Lola in die ganze Sache, indem sie ihre Aussagen damit stützt, hat ihr das halt einfach nicht geholfen und niemand wieder mehr glauben, selbst wenn die Sachen vielleicht wirklich stimmen würden. Aber das ist halt leider auch irgendwo ein Teil unserer Gesellschaft und es ist halt wirklich krass, dass sollte es vielleicht wirklich stimmen, ihr keiner mehr glaubt, aber ich glaube in dem Fall jetzt einfach mehr Tanzverbot, weil es einfach wirklich glaubwürdiger war, was er da gesagt hat. Aber dann sagt ihr noch irgendwas zum Thema Feminismus. Nala sagt, wir brauchen mehr Feminismus und dass Frauen mehr sind, als was sie zwischen den Beinen haben. Nala spricht da einen guten Punkt an, deswegen werde ich auch nicht aufgeben. Ja, dann geht sie noch auf ein paar Fragen ein, die scheinbar sehr oft gestellt wurden und passt auf, was sie im letzten Satz sagt. Was hält dein Freund davon? Mein Freund unterstützt mich dabei, mein Trauma aufzuarbeiten. Ich wollte Will Kilian niemals zurück. Ich erinnere euch daran, dass ich ihn damals 2016 abserviert habe, nachdem er mich betrogen hat. Danach hat er sich bei mir 2018 gemeldet, dass sich nach 33 Minuten Erzählen mit Beweisen und allem drum und dran so eine Meinung bildet, ist sehr fragwürdig. Ich bin über 2 Jahre glücklich mit meinem neuen Freund zusammen. Was hat mein neuer Freund damit eigentlich zu tun? Perfekt, also sie will nicht, dass ihr Freund damit jetzt reingezogen wird, weil er nichts mit der Beziehung mit Kilian zu tun hat, aber sie zieht dann Lola mit rein, die genauso nichts mit der Beziehung von ihr mit Kilian zu tun hat. So, hä? Doppelmoral durchgespielt oder was? Dann verteidigt sie sich noch wegen der Sache mit Orange und dann kommt auch eine gesamte Story, wo sie noch mehr Öl ins Feuer gießt. Ich werde nicht aufhören. Niemals. Zu viele Menschen wurden geschädigt und traumatisiert. Der Royplode wird kommen und ein weiteres Video sowieso. Hatet so viel ihr wollt, macht das schön bei mir, dann lasst ihr die anderen Frauen / Opfer von sowas wenigstens in Ruhe, ihr Larrys. Ihr seid der Grund, wieso die Opfer schweigen. Ihr betreibt Victim Blaming, was wirklich das Letzte ist. Danke an alle Leute, die mir Zuspruch geben und mich aufbauen. Ihr habt es verstanden und ich sehe Hoffnung für die Menschheit. Danke an alle, die fähig sind, nachzudenken. Hab euch lieb. Ich find's hier halt wirklich krass, dass sie jetzt auf einmal Opfer darstellt, obwohl Kilian zumindest für mich das Ganze sehr glaubwürdig dementiert hat und eigentlich betreibt sie damit ja gerade Victim Blaming und ich weiß nicht einmal, von was sie so arg traumatisiert sein sollte, dass sie sich jetzt auf einmal so stark als Opfer darstellen sollte. Also ich weiß es nicht, also ich will ihr die Gefühle auch gar nicht absprechen oder so, aber es ist halt schon krass, dass sie sich auf einmal als Opfer sieht. Wir wissen halt einfach nicht, was wirklich vorgefallen ist, das wissen halt einfach nur die beiden, wir wissen halt nur, was öffentlich gesagt wurde und was öffentlich gesagt wurde, bekräftigt halt einfach mehr Kilians Sicht, als was die Nanos nicht bekräftigt. Oder halt glaubwürdiger macht. Ja, phasetechnisch kann man eigentlich nur sagen, dass sie sich im Großen und Ganzen damit eigentlich noch mehr ins Knie schießt. Das Problem, was ich hier halt vor allem sehe, ist halt einfach, dass sie sich entweder schwer tut oder schwer getan hat, die Beziehung mit Kilian zu verarbeiten und selbst wenn wirklich was vorgefallen sein könnte, sie es einfach nicht anders beweisen kann, als irgendwelche Screenshots zu zeigen, die mehr sie ins falsche Licht drücken als
Kilian und dann auch noch Lola mit reinzuziehen, indem sie einfach irgendwas in Clips reininterpretiert. Oder die andere Sichtweise und eigentlich auch glaubwürdigere Sichtweise ist halt einfach, dass es ein bodenlos gescheiterter Versuch ist, Kilian mit irgendwelchen Sachen von vor 7 oder 8 Jahren zu diskreditieren, canceln oder zu exposen. Dafür war Nanos Video einfach nicht belastend genug und Kilians Statement einfach viel zu glaubwürdig dafür, dass man Nanos Sicht jetzt noch glauben könnte. Schlussendlich kann ich nur das bewerten oder auch einschätzen, was ich öffentlich sehe. Ich kenne weder eine der beiden Parteien persönlich oder habe jemals mit denen privat gesprochen, vor allem über das Thema nicht. Auf jeden Fall, ja, es steht halt immer noch Aussage gegen Aussage, das darf man nicht vergessen. Aber Stand jetzt zumindest für mich ist Kilians Sicht einfach glaubwürdiger. Dementsprechend lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wenn euch das Video gefallen hat, schaut gerne auch bei Twitch, Insta und der Plus-Channel vorbei, Plus-Channel für Reactions zum Beispiel. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Halleluja!